Ökoschotter. Über diese Trümmer zu gehen macht Mühe. Werfen Sie doch die Beine dahin, dorthin. So mit dem Körper, der die Beine zusammenhalten muss. Doch das ist immer noch leichtere Arbeit für Individualisten nie. Für sie ist eigentlich jede Arbeit absurd. Als die Steine umzudrehen, zu sortieren, sie anzuerkennen und in Ruhe gangbare Wege zu bauen. Gangbare Wege zu bauen implizierte nämlich lauter notwendig schotterhafte Annahmen, über die den Weg benutzen sollen, obwohl man nichts vorschreiben soll. Ein Schritt nach dem anderen ist ungefähr das Äußerste, was man einem anderen an Gedanken zumuten soll. Ein Weg ist ein Weg und ein breiter Weg ist ein breiter Weg. Er behindert den klassischen Guerillakampf und befördert im wörtlichen Sinn, Massen Aufstände ebenso wie Bewegungen von Truppen. So entstehen die tastenden Beziehungen, wo das Nonplusultra in jedem Augenblick erneuert wird und das Nonplusultra ein unendliches Abtasten des anderen, des Körpers des anderen und auch des Geistes des anderen ist. Ökoschotter heißt es von außen, von innen Nonplusultra oder Spiritualität, also heißt ja auch dieser Text von nun an nicht mehr Ökoschotter, sondern Nonplusultra für eine Weile, für dieses Symposium. Wenn man sich alles auf der Zunge zergehen lassen soll. Möge es zugehen im Regen ohne Gewalt. Du wirst stehen im Regen ohne Not und ohne Gewalt. Noch sterben die Unkräuter und bleiben die Steine, die nicht sterben können, hilflos. Ökoschotter. Noch sterben die Unkräuter und bleiben die Steine, die nicht sterben können, hilflos. Ökoschotter. Es bleiben die Werke, die Meiler, der Werkspoet geht, dieser Dreher, in Pension und das Werk leer steht. Kein Werk mehr. Bauwerk in 100 Jahren Ökoschotter. Shelter für alle neu zu entjungfernden Hipster, Pseudozigeuner, Kunstfritzen, Scrollkünstler nie. Das Wort wächst da wie dieser duftende Unwirsch, der wilde Wehmut. Das zu nennen ist wie der Wind, der Wolken in unsinnigem Tempo über Berlin hinwegtreibt, als sollten sie nicht zu lange hinsehen. Lang aber zieht sich der Weg für den Rucksackträger mit Stiefeln. Wie mühsam es sei. Wie mühsam es ist, ein Mensch zu sein, wenn man noch nicht verrückt ist. Diese unglaubliche Begabung der Human Race. Ein Weg ist ein Weg und ein breiter Weg ist ein breiter Weg. Er behindert den klassischen Guerillakampf. Befördert im wörtlichen Sinn den Massenaufstände und die ebenso wie die Bewegungen von Truppen. Das tut jede Wüste, aber übertreibt natürlich, was auch etwas ist. Also meist ungenutztes Potenzial für Massen befördert es die lockere Bewegung, die Kommunikation, wie ein Telefon. Telefon ist ein breiter Weg. In Preußen fluchte Napoleon über die Klinkersteine, aus denen die Alleen bestanden, die die Gebeine zu einem Sack Schotter machten. Die Straßen sind tiefe, dunkle Fenne innerhalb des preußischen Kalküls. Im feudalen Japan wurde die Untreue verhindert. Im buchstäblichen Sinne konnte sie nicht organisiert werden, kam man nicht dazu, indem die regionalen Fürsten alle 2 Jahre mit der ganzen Familie in die Hauptstadt umsiedeln mussten. Ökoschotter verhindert fast alles. In einer Art natürlichem Maßstab, der genauen Mitte zwischen Behinderung und Beförderung, regelt sich das Tempo auf Kopfsteinpflaster fast von selbst. Die Fahrerin lehnt sich träumend aus dem Fenster bei Tempo 30. Contemplating obsolescence. Contemplating obsolescence.